Cecilia hat mich gefragt, um dieses Projekt zu machen, und ich habe sehr gerne ja gesagt. Das ist ein Konzert, was uns natürlich auf den Leib geschrieben ist. Flöte-Harfe-Konzert spielt man von Anfang an, auch im Studium schon, und befasst sich eigentlich ein Leben lang mit dem Stück. Es ist nicht sehr gut geschrieben für die Harfe. Mozart hat die Harfe nicht gekannt. Wir spielen mit 8 Fingern, wir spielen nicht mit 10 Fingern. Er hat immer für 10 Finger geschrieben, also irgendwo fehlt immer einer. Und da muss man also ganz kluge Fingersätze anwenden, um da über die Runden zu kommen. Es ist ein sehr diffiziles Konzert, weil vom Klavier aus gedacht. Und im Klavier ist es gerade andersrum. Die unteren Töne sind in dem Daumen und oben im Kleinfinger. Bei uns ist es andersrum. Und das ist eine Schwierigkeit, die in dem Konzert eigentlich immer wieder auftaucht. Dann ist auch eine Balance-Schwierigkeit sehr häufig. Also die Flöte ist natürlich sehr hell, sehr obertonreich. Das Orchester sehr oft massiv, wenn man irgendwo spielt. Und dann muss man also wahnsinnig ackern, dass man immer klanglich durchkommt.
Ich habe mich überlegt, ja, und ich habe gedacht, ja, ich habe sie oft in Konzerte mit meinen ehemaligen Lehrern gehört. Und ich fand das so toll, so musikalisch, wirklich wahnsinnig gut. Und ich habe gedacht, ja, sie ist eine große Solistin und sie hat schon so eine große Karriere hinter sich. Vielleicht ist es nicht so gerade das für sie. Und dann habe ich ihr geschrieben, ja, ob sie Interesse hätte oder ob sie mir so junge Harfenisten sonst empfehlen könnte. Und dann hat sie sofort gesagt, nein, ich möchte es eigentlich selber machen. Und es hat mir natürlich so riesig gefreut. Und es war wirklich so, als wir angefangen zu proben haben, wirklich so, wie ich das in meine Gedanken hatte und in meine Erwartung gehabt habe. Wir haben uns sofort ganz gut verstanden. Es hat alles von Anfang an wirklich ganz natürlich geklappt. Interessant ist natürlich, sind immer Kombinationen, die nicht geläufig sind. Klavierkonzert kennt jeder, auch Flötenkonzerte, aber Kombinationen wie zum Beispiel Flöte-Harfe kennt nicht jeder. Von Mozart hat man es vielleicht schon mal gehört, aber von Henze und von Carl Philipp Emanuel Bach, muss ich gestehen, war es mir auch neu.